Dann tun wir das auch am besten, würde ich sagen. Wow, also ich muss sagen, abschließend, der Drache war nicht ganz ohne. Der hat zwischenzeitlich immer mal richtig gedrückt, dann war mal wieder ein bisschen auf seiner Stelle da gefesselt. Lag natürlich wahrscheinlich an meinen eisigen Kräften, die ihn in die Knie gezwungen haben. Und ja, aber trotzdem dennoch war das echt hier gerade heftig. It's a good day. Wir haben nicht genug Wellen, weil die können. Beware of the shadows. Wie, wir haben die Quest nicht fertig? Soll ich verarschen? Walddrachenkrise, ach hier, ich glaube, ach so. Okay, aber wo geben wir denn unsere anderen Quest ab? Müssen wir mal so nachgucken, wo geben wir denn hier ab? Hier müsst ihr wenig sein. Ist da noch drin, der Typ? Müssen wir den da wieder kurz. Steht der jetzt hier vorne links? Ja. What was that again? Genau. Proceed with caution. What was that again? Oh mein Gott, das ist ja endlos. Den können wir gleich nochmal machen. Nee, danke. Das kann man ja total upgraden hier, immer wieder abfarmen. Am Ende kriegt man immer den Drachen wahrscheinlich, der wird immer wieder respawnen. Weiß nicht, was man da jetzt hier groß farmen kann, die Splitter, die Edelsteine. Für mich ist auf jeden Fall nicht nochmal nötig, da reinzugehen. Wir machen lieber mit den Quests weiter und schauen da hinten nochmal nach diesem Open Event. Das sieht ja auch nochmal ganz spannend aus, weil so ein öffentliches Event, das ist, finde ich, immer ist was Geiles. So, wenn es langsam losgeht, so mit anderen Leuten zu kommunizieren, mit anderen Leuten gleichzeitig hier so eine Aufgabe zu machen, das finde ich mal extrem geil. Hier, genau, öffentliches Event, Walddrachenkrise. Hier sind wir richtig nah, nicht ganz, warte, warte. Hier. Aua, 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 aua. Hier. Haben wir ein paar Mitmenschen, Mitwirker? Ja, da hinten haben wir eine gute. Level 12 erreicht, nice. Oh, was ist das denn hier für einer? Da sieht ja schon wieder ein Elite-Mob. Den halten wir erstmal zurück hier. Weg von mir! Oh oh, da brauchen wir ganz klar Verstärkung. Verstärkung, Verstärkung! Mein Freund, kommt herbei und tank ihn. Das ist dein Ziel. Wobei sein Damage ziemlich low ist. Er hat einfach nur Leben, habe ich das Gefühl. Einfach nur Leben hat er. So, aber das ist für mich ein typischer Amok-Zombie. So, mal gucken, ob wir irgendwas Geiles drops für mich. Rezeptur, blauer Kristall. Steinstab. Schon wieder ein Rezept, okay. Ich glaube, wo wir irgendwann uns auch um unsere Rezepte kümmern werden müssen. Ich glaube, ich werde mich auf Alchemie und Juwelenschleifen, wenn es irgendwie sowas gibt, spezialisieren. Das sind eigentlich mal so Berufe, die mir am meisten gefallen. So, unser Countdown. Wann geht denn der hier los? Countdown, bis es hier losgeht, oder wie? Oder bis wir es geschafft haben? Sind wir denn noch im Gebiet? Ja, sind wir noch. Zombie-Frau. Ach komm, dann grinden wir nebenbei ein bisschen. Einfach ein paar Mobs töten. Das tut doch immer gut. Wir können natürlich auch einfach nochmal nebenbei auch in unser Inventar gucken, ob wir hier noch was Gutes bekommen haben. In der Ausrüstung zum Beispiel. So, das ist ja hier ein ganz wichtiges Item. Für die Drachenzähmung, dann haben wir halt ja das hier noch. Aber, ne, so wie es aussieht, haben wir nichts Neues bekommen. Leichte Rüstung hier. Nein, wir brauchen Stoff. Was wir auch immer noch nicht gemacht haben, sind unsere Punkte verteilen, sehe ich gerade. Also, was könnten wir denn hier nochmal verteilen, bevor der einfach hier der Countdown losgeht? Aber ich glaube, geht der jetzt weiter runter? Ne, ich glaube, der geht nur weiter runter, wenn wir auch Drachen töten, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke hier trotzdem einmal ganz kurz nochmal Fokus. Was ist das denn hier? Levelaufstiege sowie Boni auf Rüstung erhöhen bei diesem Attribut allgemeine psychische Abwehr, psychische Durchschlag und psychische Schaden. Manuell vergebene Attributpunkte gewähren zusätzliche Boni auf diese Erhöhung. Charisma, Levelaufstiege sowie erhöhen diese
Manuell vergebene Attributs gewähren zusätzliche Boni auf diesen Punkt und verlängern dessen aktive Kampfzeit. Okay. Drachenmacht. Aua, aua, jetzt werden wir gerade aber schwer angegriffen. Manuell. Ja, Magieschaden, also das ist doch gut, das machen wir. Dann packen wir hier mal ein paar rein. Boah, haben wir viele Punkte. Wir packen jetzt hier mal 20 Punkte rein. Wie? Ihr wollt mir ans Bein pissen? Nicht mit mir. So, der Countdown geht, glaube ich, weiter runter. Solange wir hier einfach weiter metzeln. Ah, wir können uns eigentlich auch mal noch schnell damit fortbewegen. Bin ja so aufgeregt, weil gleich ist der Countdown vorbei. Wuhu! Ich bin so aufgeregt. Yay! Countdown, Countdown. Wir sehen mal alle hier spammen in diesem Chat da unten. So, kann's losgehen oder? Countdown ist so gut wie abgelaufen, Countdown. Tötet die Narbenzombies, Vergiftungsgrad, tötet die Zombiefrauen. So. Desto mehr jetzt hier los ist, desto schneller wird es gehen, weil es ja wie gesagt ein öffentliches Event ist. Mal gucken, ob ich jetzt hier gerade ganz alleine am Töten bin. So, Narbenzombies sollen wir noch töten. Komm her. Komm her, mein Freund. So, Narbenzombies haben wir zumindest schon mal ein paar. Aber Zombiefrauen haben wir noch keine gekillt. Also hier scheinen wir auch gerade andere aktiv zu sein, die das gerade machen. Jawohl, sehr gut. Oh nein, ein Amok-Zombie. Den legen wir noch nicht um. Man könnte sie natürlich jetzt auch ein bisschen in eine Gruppe einladen, aber wollen wir gerade nicht. Oh, Freunde, kommen wir sie wieder finden. Durangras. Her damit. Drei Stück gleich. Nice. Oh, grüß dich, mein Freund. Hoffe, dir geht's gut. Ein Mitkämpfer. Hier oben steht irgendwie noch SABC. Da aktiviert es irgendwie noch irgendein Kram. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Komm, leg sie alle um, mein Freund. So, jetzt haben wir einen B da noch mit aktiv. Er schnitzelt da oben alles noch. Ich gehe mal kurz so eine Schnapperratte. Zack, zack, zack. Sieht das nicht alles schwer beeindruckend aus? Ich weiß, es ist. Kann man unter noch eine zweite Reihe aufmachen, um zum Beispiel Skills und Tränke abzulegen? Das ist eine gute Frage. Man hat da rechts irgendwie da noch eine ganze Leiste. So, wie sieht's denn hier aus? So, hier ist noch was zum Looten. Überall ist noch was zum Looten. Immer dieses schmierige Fett. Das erinnert mich, glaube ich, aber auch hier gerade stark an Guild Wars, muss ich sagen, diese öffentlichen Events. Ich finde, da wird es eigentlich auch mal wieder Zeit, dass da irgendwie was Neues rauskommt. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ja, okay, doch, die patchen ja irgendwie immer da den Content nach. Also ein Guild Wars 3 wäre ja auch was Sensationelles mehr oder weniger. Generell MMOs, das sollte deutlich mehr vorhanden sein. Wohlwollend hier, naja, geht, ne? Noch nichts Grünes. Weil alles, was nicht grün ist, ist für mich nichts wert. Tötet den Zombie-Boss. Oh mein Gott. Wo ist denn der Zombie-Boss?
Zombie-Boss, wo bist du? Da hinten bist du. Ja klar, und ich wieder allein gegen ihn oder wie? Komm hier bei! Ein Freund. Frostnova! Yay! Ach, ich dachte, er wäre schon tot. So früh gefreut. So, schnell nochmal 0 aktivieren hier für mehr Abwehrsysteme. Oh, da backt er gerade ein bisschen. Oder ich hatte irgendwie gerade ein bisschen Lags, ich weiß es nicht genau. Einfach mal rein da, einfach mal rein da. Immer rein da, immer rein da, immer rein ins Gesicht. Sehr gut. Damit ist er down und. Schade, wir haben nicht alles da oben bekommen. Nicht alle SA Strich Strich. Oder Haken Haken. Da weiß ich nicht genau, was das bedeuten soll. Aber wir haben eine einzelne Münze bekommen. Die ist auf jeden Fall recht viel Gold wert. Geil. Und einen Zweihand-Großsense. Das ist wohl auch nichts für mich. Das war für den anderen, für den Vollstrecker oder wie der so eben hieß. Ich weiß nicht mehr genau. Gut, das neue Countdown läuft wieder, also hier beginnt auch bald wieder ein Event. Keine Ahnung, vielleicht, wenn ich hier weiter wieder nochmal neu schnitze, kann ich dann meine zwei weiteren Haken bekommen. Ich weiß nicht, was ich dann als abschließend noch Geiles bekomme. Wir können ja im nächsten Event nochmal mitmachen. Aber das ist auch alles mehr oder weniger eine gute Frage. Leute, das Spiel macht mir richtig Spaß. Man merkt schon richtig, wir haben jetzt hier oben schon unser erste Helmort, haben wir schon abgeschlossen. Jetzt sind wir hier gerade unser erstes öffentliches Event haben wir und ja, jetzt sieht es so aus, als wenn wir bald weiterkommen nach Parionhof, genau, zum Parionhof. Aber wenn wir hier waren, ich meine, dann haben wir auch echt noch extrem viel vor uns. Hier scheint wohl eine Hauptstadt zu sein. Mensch, Mensch, Mensch. Yes? Yes. So, untersucht die Plündererflaschen 0 von 5. Schon wieder hier ein paar Freunde von uns. Wo soll denn das sein? Guck mal, hier ist ein Event. Da haben wir hier noch ein Event. Da ist ein Event. Da ist ein Event. Was ist das eigentlich mal? Sind das Banditenboss, okay, das sind immer so. Sind immer so kleine Events hier. Ich gucke mir das einfach mal gerade einfach an, um hier einen genaueren Überblick über alles zu bekommen. Ich wundert auch immer noch, dass dieses da mir auch immer so ein Quest angezeigt. Ah, nee, das wird mir jetzt abgeschlossen angezeigt, natürlich. Versucht die Plündererflaschen, habe ich da jetzt gerade was bekommen oder so? Nein. Hier ist unser Reittier. Boah, hier gibt es auch noch so komplexe Sachen. Wisst ihr was? Da müssen wir wohl ganz kurz mal nachlesen. Ich habe tatsächlich Raubplünderung gefunden. Ich habe zufällig gesehen, wie sie Raubplünderung mit einem Schachs gesprochen hat. Ich habe nicht hören können, was sie planten, aber ich weiß, dass es etwas mit den Zombies zu tun hat. Zombies und Zombie-Manipulatoren zu tun hat. Sie sahen recht ungeduldig aus. Es ist noch nicht zu spät für uns, um den wahren Plan der Raubplünder herauszufinden. Sie haben im Nordklammwald einige Flaschen zurückgelassen. Sammelt bitte einige davon für mich. Dann werde ich diese Rückstände darin analysieren. Ach, guck mal vor uns, Freunde. Man muss sich nur bücken. Ah, und guck mal auf der Minimap. Mensch. Hier rechts unten. Auf eurem Bildschirm im Video. Na, will er mich nicht lassen? Alles klar. Da muss er also wieder auf die Schnauze geben. So, haben wir es geklärt? Danke.
Wo sind wir denn noch im Kampf? Ach, mit dem hier, oder was? Heimtückischer Herumtreiber. Mann, ich greife mal automatisch hier irgendwie mal schön genießen zu an, weil ich mal meinen Linksklick mal fast durchgehend gespammt halte. Rucksack ist voll, ach du Kacke. Ist auch nur eine unbedeutende Nebenhand, mehr oder weniger, so wie es aussieht. Rucksack ist voll, nicht gut. Details, wir müssen verkaufen oder wegschmeißen. Papierkorb? Ich brauche mir nicht. Ich weiß auch, was wir auf jeden Fall nicht brauchen. Ja, wobei, da haben wir recht viel schon mittlerweile von. Können wir denn die noch looten? Ja, perfekt. Also Quest-Items kann man wohl immer noch weiterhin looten. Wie sieht denn das aus mit unseren Quest-Items dann? Sie werden ja gar nicht aufgelistet da. Werden die denn reingepackt? Trank Nummer 2. Na gut, ist auch nicht so wichtig. Wir besorgen jetzt noch eine letzte und dann können wir eigentlich die Quest auch schon wieder abgeben. Soll mir doch Lachs sein. Erlernt! Aktiver Skill Tornado. Nice. Okay, wir haben gerade soeben einen neuen Skill erlernt. Moment, dieser Rumtreiber. Das Gefühl, dass hier viel zu viel Respawn besteht. Gut, einmal ein bisschen hier in die Luft fliegen, flattern. Dann gucken wir nochmal schnell, was wir hier noch für einen neuen Spell haben. Ich glaube, dann haben wir auch bald alle jetzt gelernt, oder? Gibt dann noch diese Combo-Skills, ja, so wie es aussieht. Tornado! Kosten 100 Aktionspunkte. Effekt bei 10 Gegnern, auch schon wieder so ein geiler Farm-Spill. Schickt einen Hochgeschwindigkeits-Tornado in Richtung des Ziels, 830 Punkte Schaden verursacht, 487 Punkte Magieschaden und 47 Punkte Drachenzauberschaden. Und dabei ist es hier wegbläst, der Bonus Drachenzauberschaden wird vom Drachenmachtwert des Zaubers beeinflusst. Alles klar. Sehr gut, dann gehen wir nochmal abmounten. Gehen wir abmounten. Und können uns jetzt hier den Tornado-Skill. Dann haben wir jetzt auch drei Farm-Skills insgesamt. Egal. Abgegeben. Und was müssen wir Neues machen? Tötet den Zorndrachenkönig. Machen wir. Aber bevor wir das tun, gucken wir. Eigentlich wollte ich ganz kurz nochmal hier beim Event vorbeigucken, ob wir irgendwie noch irgendwas abstauben können. Wie weit ist das Event gerade zugange? Okay, ist gerade wieder auf Countdown. Also ist noch nicht losgegangen. Vielleicht, wenn wir gleich wieder da sind. Wir gehen kurz in unsere Stadt wieder zurück. Na, genau hier. Für Level 10 ist der Quest gedacht, oder wie? Tötet den Zorndrachenkönig. Wo soll denn der sein? Wir müssen eigentlich immer nur die letzten Sätze lesen. Eilt bitte so schnell ihr könnt zur Konsulas Höhle und sucht an ihrer tiefsten Stelle den Zorndrachenkönig. Ah, den haben wir auch schon getötet, Freunde. Haben wir schon alles erledigt. Ist doch alles schon getan. Alchemielehrer, genau. Options und so weiter. Lebensmittel. Seelenzauberer, Schreinertisch. Mal zum Alchemielehrer gehen. Are you lost? Der Händler, wo ist denn der Lehrer? Oh mein Gott, hier, bis wir das alles noch drauf haben. Oh, zu viel für mich. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Oder wollt ihr es unbedingt schon in dieser Folge? Dann müsst ihr das auf jeden Fall mal reinschreiben, wenn ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, was ich auf jeden Fall machen soll. What are you looking for? So, warte mal, hier, graue, nee, Herrschungs, genau, Vorräte auch nicht. Ja, graue Items, da aber verkaufen. Kannst alles haben. Ausrüstung kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du nicht haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. I appreciate your business. Kannst alles haben.
So, gut. Helmut, die Stadt. Hier begann alles, Freunde, als ich aufgewacht bin. Die Stadt von den Zombies befreit habe. Mittlerweile haben wir die Felder hier schon ein bisschen gereinigt. Die Fleischversorgung ist wieder in Ordnung. Die Zombies haben wir leicht zurückgedrängt. Und wir haben unsere erste Konsushöhle ausgerottet. Unser erster Dungeon war es. Nun haben wir die Aufgabe, nochmal wieder reinzugehen. Schade ist das. Wir haben das wohl nicht ganz richtig getimed. Mal gucken, ob wir die Höhle jetzt einfach resetten können. Oder ob da überhaupt jetzt einfach ein Respawn wieder drin ist. Warte mal, können wir... Warte mal, wollen wir da mal jemanden einladen zu?